Und es geht wieder weiter mit einer Analyse zu Digimon Ghost Game Folge 15, das Anwesen des Wahrsagers. Oh mein Gott, war die Folge schlecht und langweilig. Und im Ernst, langsam habe ich beim Gucken dasselbe Gefühl wie bei Digimon Adventure Doppelpunkt Psy. Langeweile. Denn ich meine, im Ernst, das einzige Highlight war, dass Angoramon endlich auf das Champion-Level zu Symbara Angoramon digitiert ist, aber das war ja sowas von scheiße gemacht. Also da gab es davor mit Sicherheit 4, 5 Folgen, in denen der Moment viel passender gewesen wäre und der wahrscheinlich auch viel emotionaler und cooler gewesen wäre als das, was wir jetzt bekommen haben. Und dabei habe ich so letzte Woche oder davor die Woche noch gesagt, also wenn Angoramon schon so spät digitiert, dann möchte ich aber, dass es dafür auch einen guten Grund gibt, beziehungsweise die Folge sollte dann doch schon irgendwie interessant sein, vielleicht auch ein bisschen Story haben, aber naja, daraus wurde wohl nichts. So, weil, was soll ich sagen, also Felismon, wenn ich das richtig ausspreche, hat man eigentlich recht schnell erkannt. Es ist ja auch nicht so, dass das Digimon das erste Mal im Anime auftaucht. Das erste Mal war ja schon damals in Digimon Hunters. Wobei ich sagen muss, wenn es jetzt zum zweiten Mal auftaucht, das ist ja auch nicht schlimm und so. Aber dann hat man auch sofort gesehen, dass es eine Frau in Stein verwandelt hat. Und das finde ich einfach blöde, denn in der Episodenbeschreibung stand eigentlich drin, dass Jellymon das bemerkt. In der Tat, Jellymon hat das auch bemerkt, aber der Zuschauer hat schon vorher gesehen und das war einfach blöd. Also ich finde, das hätte man nicht gleich zu Anfang zeigen sollen. Aber so laufen ja die meisten Folgen bei Ghost Game ab. Man sieht ja schon so, bevor die Titel-Einblendung kommt, ich sag mal die ersten 2, 3 Minuten sofort, oh, das neue Digimon und guck mal, das ist das Böse, was es jetzt macht. So, ja, dann wurde Ruli halt angesprochen von zwei ihrer Freundinnen und die wollten unbedingt zu diesem Wahrsagerzelt, aber die konnten es halt nicht finden und sie sollte das halt herausfinden. So, dann hat Jellymon das halt eben bemerkt, dass die Statuen Menschen sind. Ja, diese Menschenstatue stand irgendwo in der Stadt herum und es ist natürlich keinem aufgefallen. Es gab auch überhaupt keine Nachrichten oder so deswegen. Nö, das ist halt einfach so. Naja, und dann hat Ruli eben das Zelt auf einer Baustelle gefunden. Im Ernst? Ich meine, hallo? Ja, klar, ich meine, das Digimon, dem ist das egal, wo sein Zelt steht. Der will ja nur irgendwelche Kundschaft haben, das ist ja egal. Aber ich meine, Ruli und die anderen beiden sind so 13 Jahre alt, ja? Und die hinterfragen nicht, warum so ein Wahrsagerzelt auf einmal so auf einer Baustelle steht. Ich meine, eigentlich darf man die ja nicht einfach mal so betreten, weil es ja gefährlich ist und so alles, ne? Gut, da waren jetzt auch gerade keine Leute, das finde ich nicht so schlimm. Könnte ja sein, dass sie gerade nicht arbeiten von der Zeit oder dem Tag, was auch immer. Aber im Ernst, dass sie das echt nicht hinterfragt haben, war einfach bescheuert. So. Ja, und dann war das halt eben so, dass Angoramon, wie üblich, halt ein komisches Gefühl hatte und Ruli ist dann eben in diesem Zelt herumgegangen, hat natürlich ihr Handy nicht ausgeschalten und so alles, beziehungsweise ist auf lautlos gestellt. Ja, und dann war das halt so, dass Felismon hat halt den Menschen Angst gemacht und sie in Stein verwandelt, damit die drei Bugimon sich halt langsam materialisieren können. Gut, das verstehe ich. Das Digimon hat einen Grund, warum es das tut und es ist ihm dabei egal, wie es vorgeht, weil es hat ja eben ein Ziel. Okay, so, Ruli wird dann natürlich entdeckt und es kommt zu einem Kampf. Naja, und dann, ja, und dann ist es so, dass Ruli halt überlegt, ja, sollte ich jetzt eben das digitale Feld öffnen, weil sie hat halt die Reaktion von einer ihrer Freundinnen gesehen, wie es auf das Digimon reagiert hatte und meinte, oh, ein Monster und Angoramon würde sich ja angeblich nicht unterscheiden. Naja, es gibt schon einen Unterschied, ob da eben ein gruseliges Monster vor einem steht und man überrascht wird oder ein niedliches wie Angoramon, aber ja, die unterscheiden sich nicht, nein. Naja, sie hat dann kurz gezweifelt, hat aber trotzdem dann das digitale Feld geöffnet und das war dann natürlich ein neues Gebiet, ein Schneefeld, sah eigentlich auch ganz schön aus, war eben wegen der neuen DIM-Karte und so, die ja auch vorher erwähnt wurde, das war soweit okay. Ja, und weil sie damit Angoramon vertraut hat, konnte er einfach so digitieren. Ach, zuvor hat sie ihm also nicht vertraut oder was? Ich meine, das war langweilig. Ja, dann war es Symbara Angoramon, dann haben sie sich erstmal unterhalten, also Symbara Angoramon und Felismon. Ja, und dann sind die anderen beiden auch noch dazugekommen und ihre Digimon sind auch digitiert. Ja, klar, nimm Symbara Angoramon noch ein bisschen mehr die Show. Ja, und dann gab es einfach nur eine Attacke und es war eigentlich langweilig. Und ja gut, toll, sie haben ihn im Prinzip nicht richtig ziehen lassen. Also er meinte halt, ja, ich würde wahrscheinlich gewinnen, aber es wäre halt nicht leicht. Und dann hat er einfach ihnen den Rücken zugekehrt und hat gesagt, ich gehe jetzt und wenn ich mich wieder frei bewegen kann, dann komme ich irgendwann zurück. Ja, dann hat Ruli nochmal kurz was gesagt. Ich dachte, ja, vielleicht greift Symbara Angoramon jetzt nochmal an. Er schnippt einfach mit den Fingern, alle Menschen werden wieder eben normal, sind keine Steinstatuen mehr und er geht. Und ich denke mir nur,
Was? Ja, also habt ihr es ja jetzt doch wieder gehen lassen. Aber das könnte doch in irgendeinem anderen Stadtteil oder irgendwo anders in Japan wieder auftauchen und könnte dann dasselbe machen. Und ihr seid so bescheuert und lasst es gehen und hinterfragt gar nichts und nix. Nein, stattdessen am Ende der Folge redet Ruli mit ihren Freundinnen und das war's. Ja. Also ehrlich, das war total bescheuert und die Charaktere, die ja so 13, 14 Jahre alt sein sollen, also die hinterfragen absolut gar nichts. Sie sind einfach total flach. Also meiner Meinung nach die einzigen beiden Charaktere, die ich irgendwie noch gut finde, sind meiner Meinung nach Angoramon und Jellymon. Weil Kiyoshiro ist zwar auch irgendwo okay, weil er ja wenigstens überhaupt ein bisschen Charakter an den Tag legt, aber seien wir mal ehrlich, der hat auch immer nur Angst und das ist einfach nur langsam lächerlich und nervend. So, nächste Folge sieht natürlich auch nicht besonders interessant aus. Ich meine, jeder dürfte bemerkt haben, dass es sich um Cherrymon bzw. Yureimon halt handelt. Ja, das Einzige, wobei man jetzt nicht unbedingt sagen kann, dass das jetzt was super Tolles ist, aber ja, Morishelmon wird wahrscheinlich seinen ersten Anime-Auftritt bekommen. Aber sonst, ja, wow, Cherrymon, Wald, Nebel, ja, es ist ja so neu. Was soll ich sagen? Jetzt seid ihr dran. Was sagt ihr zu Zumbara, Angoramon, zu dem Auslöser, dem Kampf und der Folge an sich? Was erwartet ihr für die nächste Folge? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare.